Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Heute ist Dienstag, der 30. Juni. Ich habe jetzt mal für die, die mich öfter hören und jeden Abend hören, mal meinen Künstlerhut aufgesetzt und ich wurde gefragt, wie das denn gehen soll mit dem Künstlerhut in virtuellen Zeiten. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich möchte ja nicht meine Kontonummer bei YouTube öffentlich preisgeben, weil man gibt ja ohnehin schon so viel von sich preis. Man kann mir eine kleine Mail schicken über meine Website. Da gibt es ein sogenanntes Kontaktformular. Auch da muss man vorsichtig sein, weil ich bin schon extrem gespammt worden, weil ich jetzt natürlich durch den Bübel Verlag meine Adresse angeben muss. Und auch sonst, also ich zeige jetzt auch nochmal meine andere E-Mail. Die ist wie die gute deutsche alte Post. Ihr seid ja trainiert, Spiegelverkehr zu lesen. Dann kommt mein Name. Das verzögern wir jetzt, damit kein Schlaumeier sieht, wo er mich nerven kann. Ja, Tanja Langer, Punkt. Und dann kommt DE für Deutsche Einheit. Ja, also ich würde mich sehr freuen, wer etwas in den Künstlerhut stecken will. Ich bin nicht so ein Fan von PayPal und anderen Unterfirmen. Und damit bin ich hier schon fertig. Ich wollte dann noch sagen, dass ich gestern ja nicht selbst etwas lanciert habe. Ich sitze auch übrigens nicht den ganzen Tag leider an meinem Roman und schreibe ihn, sondern ich habe natürlich auch meinen süßen kleinen Bügel Verlag, der sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und so viele schöne Dinge in die Welt setzt. Und da hat gestern, wer es nicht gemerkt haben sollte, Wiebke Eden ihre wirklich sehr dichte und schöne Erzählung Udo am Deich vorgestellt. Hört mal rein. Das Buch müssen wir jetzt gerade nachdrucken. Es erscheint in der dritten Auflage. Und sobald das neue Buch da ist, gibt jetzt noch ein paar Restexemplare, werden wir dann, weil uns das so freut, dass das Büchlein doch so gut läuft, auch eine kleine Preissenkung vornehmen. Ja, ich hatte schon letzte Woche darüber gesprochen, über die Kunst der Übergänge. Und neben einem Buch, das wir gerade neu in Arbeit haben, ein tolles Kinderbuch, das in 5 Sprachen erscheinen wird, kümmere ich mich natürlich auch immer die Bücher, die schon erschienen sind, mit meiner Chefgrafikerin Maria Herrlich zusammen. Versuchen wir immer noch mal Bücher anzuschieben, denn im Bübel Verlag gilt die Devise, anders als im Markt, der davon beherrscht wird, dass immer jedes Frühjahr und jedes Herbst 40.000 neue Bücher auf die Welt kommen und dann auch schnell vergessen werden, wieder weggeräumt werden müssen von den Buchhändlern für Neues. Unsere Bücher haben eine lange Laufzeit, sind Dauerbrenner und wir kümmern uns auch immer wieder drum. Und im Übergang zum Thema der Körperschichten, der Schichten des Imaginären und der Erinnerung möchte ich auch auf dieses Buch aufmerksam machen, das ich da ganz kurz hochgehalten habe, Beaufrésier. Ich komme gleich nochmal darauf zu sprechen. Ich habe jetzt in den letzten 3 Monaten viele Themen ja durchgesprochen. Rhythmus war zuletzt, Übergänge war zuletzt. Wie ihr wisst, die ihr öfter dabei seid, nehme ich diese Themen auch immer wieder mal auf in der Zukunft. Aber ich verlagere sie auch ein ganz klein wenig. Und für mich war das Buch von Cécile Humani ein bisschen der Übergang schon zu einem Thema, das ich jetzt im Juli dann gerne euch präsentieren möchte oder womit ich mich auch immer wieder gedanklich beschäftige, nämlich die Frage, welche Rolle spielen Erinnerungen oder spielt die Erinnerung als Konstruktionsmoment in der Literatur im Schreiben? Und morgen werde ich also, um das ein bisschen genauer zu erläutern, mal erzählen, wie der wunderbare Schriftsteller Habib Tengur ein Meister daran ist, diese verschiedenen Erinnerungsschichten, aber auch die Schichten des Imaginären zu verweben mit verschiedenen Zeitebenen und sie in eine, ja, ihr merkt schon, ich mache so eine gleitende Bewegung, in so eine Bewegung zu bringen wie die Wellen im Meer. Und dieses Buch, was wir gemacht haben, spielt eben damit, dass es hier um einerseits einen Sommer einer Familie in Algerien geht, ein wunderbares Büchlein, was über das Familienleben, wo man auch mal alle zusammen in einem Zimmer hier übernachtet oder die Mittagssiesta hält vielmehr. Und es geht aber auch um Menschen, die im Exil sind und sich dann an diese
Zeit erinnern und das verschachtelt sich auf eine ganz unglaublich zarte und feine Art und Weise, die Pascal Bougeot begleitet hat, zum Beispiel hier mit einer Dame, die Couscous zubereitet und die Algerien schon vor längerer Zeit verlassen hat und nun in Paris ihre Göhren hochzieht, großzieht. Ja, ihr seht, es sind schon wieder viele neue Themen und ich begrüße euch dann morgen wieder zu meinem Vlog Zuflucht im Schönen. Bis dahin, tschüss!